Wer ist Ranko? Hallo, hallo. Ja, ich bin Ranko. Echt? Ja. Cool. Okay. Was für eine coole Mathe. Ja. Was hast du gemacht heute? Ich habe Subterror gespielt. Subterror gespielt auf in Dreieich. Ich habe keine Ahnung, wie man das nennt. 100 OTS-Pack-Turnier. 100 OTS-Pack und Banner-Turnier. Ja. Keine Ahnung, wie viele Teilnehmer waren wir? 121. Ja. Fast 126. Und ja, ich bin zweiter Platz geworden. Das ist ja richtig cool. Was hast du bekommen am Ende? Ich habe 50 OTS Booster bekommen und diesen Banner. Bild wird wahrscheinlich im Ding sein. Ja. Something. Ja, cool. Ja. Gehen wir mal. Genau, dann fangen wir mal an. Subterror. Als allererstes habe ich, okay, ich habe super sortiert. Wir spielen einen Subterror Nemesis Archer. Ja. 3 Phantasmai, 3 Guru, 3 Fiendes und 3 Ash. Mhm. Standard. Alter, Fitness. 3 Ashes, weil ist immer noch viel zu variabel. Mhm. Und 3 Phantasmai, weil, keine Ahnung, ich habe die auf World Celebration angefangen zu spielen im Guru Control und die ist brutal gut. Also, ich weiß nicht, ich finde, es gibt keine bessere Karte, vor allem, du hast sie auf der Starthand, Gegner macht, keine Ahnung, Shizuku, du hast einfach ein Phantasmai, ziehst 2 Karten, wischt eine tote Karte, wie zum Beispiel eine Fiendes auf der Starthand zurück. Mhm. Ist halt ganz praktisch. Stabil. Genau. Spells, zuerst die One-Offs. Mhm. Set Rotation, weil wir unsere Field Spell mögen. Terraforming, weil wir unsere Field Spell mögen. Field Spell, weil wir eine andere Field Spell für diese brauchen. Wie gut war, kam Necrovalley? Necrovalley ist eine so gute Karte. Du hast sie gegen Salamangreat und dein Gegner kann nichts mehr machen. Der Gegner aktiviert Kagari zum Beispiel, Targeted Engage, du chainst Metaverse, spiele ich auch, holst Necrovalley und die Kagari ist einfach negiert, die Rolle in der Endphase auch und sein kompletter Zug ist dann, seine Ray kommt nicht mal wieder. Alter, also, Ray ist nicht mehr Bay. Ray ist nicht mehr Bay, genau. Ja, okay. Und du kannst auch unchain auf einen Called by the Grave und der Called by the Grave geht jetzt nichts. Cave Clash, weil Subterror-Karten, Grind-Game, dies, das. Ich spiele keinen Umastrix, weil ich den scheiße finde. Hab den einmal gespielt, fand den nicht wirklich lohnenswert. Dementsprechend ist Cave Clash ist halt fürs Grind-Game mächtig. Weitere Spells, 2x Pot of Duality. Ja, ich kann Excavaten. 3x Extravagant. Ami, weil ich eine gute Karte. Ja. 3 Hidden City. Ami. ist halt Game, also Game bringt. Nur 2 Called by the Graves. Called by the Graves eigentlich nur 2 Stück, weil ich mehrere Terraformings spiele, das heißt mehr Metaversum oder Set Rotations. Mhm. Natürlich noch die 3 Superpolis. Ami. ja, keine Ahnung, man geht halt oft Second und gerade gegen sowas wie Orcus oder auch Salamangreat ist das ja schon mächtig. Traps, One-Off, Metaversum und Skill Drain. Gibt mir eine Field Spell, kann mir auch auf die Hand geben und ist theoretisch auch im Late Game ein Searcher für Fiendes, falls ich mal schon einen Guru habe, aber keine Final Battle mehr habe. Und der Skill Drain, weil mich das Ganze nicht juckt von den ganzen Negates. 3 davon, 3 davon, 3 davon und 3 davon. Wie hart hast du dich Oh mein Gott, der ist ja bewusst. Ja. Ich wollte eigentlich sagen, wie hast du dich gefreut, dass als Judgment auf 3 ging? Alter, Judgment auf 3, beste Karte. Fast wie Super Poli, aber irgendwie war Judgment auf 3 schon besser. Judgment hat halt den Nachteil, dass sie keine Monster-Effekte negiert, aber dafür habe ich ja Fitness. Oder du negierst einfach die Normal Sum von Lady Diva. Genau, die Normal Sum von Lady Diva, genau. Und da kommt Will. Aber das passiert. Nee, keine Ahnung. Judgments sind viel zu gut, there can be only one. Gegen alles. Außer Striker. Gegen Striker ist sie so meh, eigentlich jedes Mal rausgebordert, weil die können das Ganze umspielen. Und Final Battle auch auf 3 Pflicht. Ja. Das war sogar schon mein Main Deck. Das waren jetzt 41 Main Deck Karten. Okay. Ich habe keinen Platz gefunden, eine zu cutten und Phantasmai zu cutten war auch nicht. Ja. Auch keine Option. Ist okay. Tokens. Ja. Cooler Token. Ja, Mann. Ich meine den da. Alter, der. Ich hab meinen vergessen heute. Also, ich hatte keinen Token für Drohne, dankeschön. Ehrenloser. ja, extra Deck. Ja. Einmal Nummer 11, großes Auge. Alter, dann mach Augen. ich habe sie gespielt. Weil ich sie vergessen habe, von meiner Liste zu streichen. Sehr gut. Sie kam nicht. Wenn sie gekommen wäre, dann mit Pankratops und Phantasmai. Aber wenn du die beiden Karten hast und bist in-game, dann hast du eh schon gewonnen. Ja, stimmt. Einmal das Ding. Das Ding braucht 2 Finsternis Darks
Finsternis Drachen. Und da ist das Quick-Effekt, dass er auf jede Seite eine Karte schießt. Und es kann einfach Galatea vom Friedhof beschwören. Und es kann Galatea vom Friedhof beschwören, falls, falls ich irgendwie an Dark X Links komme. Almirage und Linkoribo, das ist sozusagen die Möglichkeit, mit Super Poli einen Dark zu haben, um auf zum Beispiel Mud Dragon oder auf Starving Venom zu gehen und hier einen Feuer zu haben, um auf Mud Dragon zu gehen und theoretisch auf Violet Chimera. Genau. Panzerdrache gegen Pendel, wenn sie anfangen mit ein Monster vom Typ Maschine und ein Monster vom Typ Drache. Das kann man auch gegen, das kann man auch gegen Striker holen. Oder auch gegen Orkus, wenn die plötzlich einen Hauptbohrer haben und einen Destrudo. Genau, würde ich zwar niemals dann aktivieren, weil dann kann er noch genug anderes Zeug machen, aber ja. Aber theoretisch ja. Ja, du kannst auch Yazi ogern. Ey, das funktioniert, da verpasst er sein Timing. Echt? Ja, krank. Weil der hat einen Win-Effekt. Targets für Waking, ich spiele Waking im Side. Ja. Keine Ahnung. War ganz gut. Diese Karte einmal, diese Karte ist super gut. Die kannst du auch mit Waking holen, falls die anderen beiden Karten nicht so gut sind oder gebannt sind. Okay. Zwei Starving Venom Fusion Dragons. Krank. Du machst einfach dein Linkoribo weg und die gegnerische Way. Du holst den Starving Venom Fusion Dragon. Zwei Violet Chimera, Salat und ein Link Monster und Almirage und drei Mud Dragons, weil Mud Dragons die beste Karte ist. Okay. Du hast dann eine Menge One-Offs gespielt in deinem Extra-Deck. Warst du damit zufrieden? Ja. Ja, okay. Ich weiß nicht, der Big Eye, der war ein bisschen unnötig. Du bist doch Big Eye, ja. Big Eye. Nee, aber ansonsten bin ich damit eigentlich ganz happy gewesen. Der Big Eye, der wäre wahrscheinlich ein Ultimate Falcon gewesen. Mhm. Und mit dem hätte ich dann auch noch das eine Game gegen Palio gewonnen. Eugen, ja. Eugen, genau. Cooler Field Center. Noch ein Field Center. Side Deck, Order, Waking. Mhm. Das Ding. Wow. Diese Karte hat mir sozusagen die letzte Runde gewonnen. Lancea und Pankratops. Okay. Keine Trint-Promos, weil Lancea macht im Prinzip dasselbe und Game 2 umspielen einfach alle. Nibiru oder kein dunkler Herrscher mehr. Warst du zufrieden mit Ivelisse? Ivelisse war ich gut. Ivelisse. Du musst halt ein bisschen gucken mit den Mindgames, die du mit dem Gegner spielst. Wenn du zum Beispiel gegen keine Ahnung, gegen Salat boardest du die eh nicht rein, aber sagen wir, du spielst gegen Orkust, dann werden die wahrscheinlich sehr viel Backrow-Removal reintun, wenn nicht sogar irgendein Backrow-Deck ist, das evenly boardet. Wenn du davon ausgehst, dass die evenly spielen oder boarden würden, dann gehst du einfach second. Alles klar. So, Adam, irgendwelche letzten Grüße? Grüße gehen raus an meine Freundin. Das geht. dann gehen noch Grüße raus an Adrian Dursun. Ey, Adrian, du wirst gegrüßt. Was sagst du? mit dem ich in den letzten Wochen sehr viel gespielt habe. Ja. Unerwünscht. Und Grüße gehen raus an Schlierkamp, Cards of Man. Abonniert Cards of Man. Ich grüße meine Eltern, ohne die ich das Ganze niemals erreicht hätte. Sie bezahlen mir mein Hobby nicht. Sehr gut. Und ich grüße das große Auge. Ja. MVP. Vielleicht hätte ich den nicht Waking holen können. Ja, man ist so. Ja, man sieht sich. Ist das ein Video? Ja. Outtakes. Okay.